Hallo ihr Lieben, willkommen zum wahrscheinlich vorletzten Video dieser kleinen Videoreihe, in dem es darum geht, um die Frage, wie fortschrittlich waren die antiken Griechen zu ihrer demokratischen Hochzeit? Waren sie vielleicht fortschrittlicher als wir heute? Im folgenden Abschnitt wendet sich der Historiker Christian Meyer, dessen Aufsatz ich in dieser Reihe kommentiere, der konkreten Ausformung des Fortschrittsbewusstseins der Griechen zu. Das ist etwas anderes als der Fortschritt selber. Es lässt denkmöglich, dass tatsächlich der Fortschritt selber sehr viel größer war, als er uns heute erscheint, während das Sprechen und Reden der Griechen über diesen Fortschritt die Sache eher klein gehalten hat. Würden wir ähnliche Fortschritte gemacht haben, wie das die antike Polis im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus gemacht hat, würden wir vielleicht ganz anders darüber reden. Und genau um diese Differenz geht es, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, sowohl dem Christian Meyer als auch mir. Und jetzt geht es aber eben darum, wie haben denn die Griechen diese fundamentalen Wandlungen und Veränderungen in ihrer Gesellschaft selbst begriffen? Auf welchen Begriff, auf welche Worte haben sie gebracht, wie haben sie darüber geredet? Und was ist da vielleicht auch der Unterschied zu heute, zum heutigen Modernismus, zum heutigen Fortschrittsbegriff und so weiter? Also zur ganzen Geistes- und Welthaltung und auch vielleicht zum Menschenbild, das damals sehr anders war als heute. Wir sind hier auf Seite 469 und eben im Kapitel, das sich den schönen Titel trägt, das Könnensbewusstsein. Das ist ein Begriff, den der Christian Meyer geprägt hat, um das sozusagen begrifflich fasslich zu machen, was da passiert ist vor 2400, 2500 Jahren. Christian Meyer. Ein Fortschrittsbegriff hat sich nicht gebildet. Die Wahrnehmungen von Verbesserungen beziehen sich auf eine Fülle konkret erfahrener oder für die frühe Zeit aufgrund von Erfahrungen erschlossener Verbesserungen in mehreren Lebensbereichen. Diese sind Fortschritte von etwas in einer bestimmten Hinsicht. Sofern die Wahrnehmungen verallgemeinert werden, schließen sie sich zu einem Bewusstsein großer Möglichkeiten methodischen Handelns zusammen. Für die Vergangenheit zudem, dass die Zivilisation Menschenwerk und Ergebnis eines historischen Prozesses sei, für die Gegenwart zudem einer besonderen Höhe, also des methodischen Könnens. Diese Verallgemeinerung bezeichnet gleichsam den Konvergenzpunkt, an dem sich die verschiedenen Beobachtungen treffen, in der Antike wohlgemerkt. Also in der Selbstreflexion auf die Veränderung, die man wahrzunehmen glaubt. Er wird kaum transzendiert. Nur wenige Manifestationen des Könnens gehen über das, was man empirisch feststellen kann, hinaus. Also es wird wenig spekuliert über das, was dieser Fortschritt alles noch zustande bringen könnte. Also kurz gesagt, man macht keine Science-Fiction. Also, wenn man das jetzt sehr plakativ fassen will, was in der antiken Demokratie des 5. 4. Jahrhunderts vor Christus in der Polis Athen fehlt, ist Science-Fiction. Das ist die Differenz. Etwas plakativ. Mal sehen, ob das stimmt im Weiteren. Ob ich das aufrechterhalten kann, diese dreiste Aussage. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Zunahme technischen Könnens im griechischen Sinne von Technä, also der sachverständigen Bewältigung künstlerischer, handwerklicher, schiffbaumeisterlicher oder auch militärischer, politischer, konstitutioneller oder erzieherischer Aufgaben. Hier liegen die eigentlichen Verbesserungen. Und in den Technikern, nicht in einer bürgerlichen Öffentlichkeit, war das Bewusstsein davon konzentriert. Die Auswirkungen waren allerdings breit zu spüren. In den wachsenden Möglichkeiten der Verfassungs- und Rechtsverbesserungen, der politischen Planung, der Kriegsführung und Seefahrt, aber auch in den rasch wachsenden materiellen Ressourcen. Wir haben es jedoch nicht mit der Annahme eines allgemeinen, gleichsam durch alle hindurch sich vollziehenden Verbesserungsprozesses zu tun. Vor allem, gewisse wesentliche Sektoren blieben ausgespart. Mit einer Verbesserung der allgemeinen Moral, des allgemeinen Wissens, der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, wurde für Gegenwart und Zukunft nicht gerechnet. Ja, hier gibt es eine Fußnote, da schaue ich kurz, was steht da. Dabei bleibt es auch weiterhin. Etwa Aristoteles Politik sagt, alle sollten zur Tugend erzogen werden, so meint er einen engeren Kreis von Bürgern, in einem weiten Kreis kann am ehesten die kriegerische Tugend vorreiten sein. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil eben Aristoteles nach dem Scheitern der Polis Athen schreibt im weitesten Teil. Also der Aristotelismus und Platonismus ist hier ein denkbar schlechter Zeuge, weil er bereits reaktionär ist. Aber das nur am Rande. Ich würde hier niemals an der Stelle Aristoteles als Zeugen nehmen für ein allgemeines Bewusstsein der Griechen. Und das war vielleicht auch lange der Fehler, dass wir gedacht haben, das, was uns Platon und Aristoteles erzählen über die Polis Athen, sei der wesentliche Standpunkt.
Es gab nämlich möglicherweise viel interessantere Standpunkte, um zu beschreiben, was im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus bei den lieben Athener-Griechen passiert ist. Sofern man daran dachte, meinte man höchstens eine Verbesserung in einzelnen Städten, etwa durch gute Einrichtung der Verfassung, durch Gesetzgebung, durch institutionelles Können, also aber auch aufgrund von Krieg und Eroberung. Es waren folglich, wenn auch nicht unbedingt im Bewusstsein aller Beteiligten, vornehmlich prekäre, umkehrbare Vorteile, nicht Ergebnisse irgendwelcher objektiver Tendenzen. Das Selbstbewusstsein, also praktisch man hat ein großes Bewusstsein quasi für die Möglichkeit, dass das auch alles wieder passé sein könnte, dass das alles nur vorübergehend sein könnte. Vor allem aber eben nach der Niederlage im Peloponnesischen Krieg. Das Selbstbewusstsein der Fachleute ist vor allem das der eigenen, der selbst erreichten Höhe. So kommt es, dass gemeint wird, man habe die Grenzen der Kunst erreicht oder die Vollendung der Wissenschaften stehe in Kürze bevor. Wir haben es also, sofern die Dinge überhaupt in der zeitlichen Dimension gedacht werden, primär mit einem Bewusstsein des Selbstvorankommens, nicht des Fortschritts zu tun. Das ist eine große und wichtige Differenz und die hat, glaube ich, niemand so scharf gesehen wie Christian Meyer oder so scharf rausgearbeitet. Es bezieht sich auf ein Mehrkönnen, das sich aus dem Vergleich mit früheren ergibt, nicht so sehr auf eine Mehrung des Könnens im Laufe der Zeit. Also das heißt, ich kann mehr, aber nicht es kann mehr, also zum Beispiel die Geschichte oder die Polis. Es handelt sich, akzentuiert gesagt, eher um eine fortschreitende Weltbemächtigung als um einen weltbemächtigenden Fortschritt. Er bleibt immer rückgekoppelt an Subjekte, an menschliche Subjekte und entkoppelt sich nicht von menschlichen Subjekten. Also sozusagen, wir haben es dann in der antiken Grieche bewusstseinstechnisch mit einem Anti-Lumanianismus zu tun. Also mit einer Gegenthese zur Luhmannschen Systemtheorie unserer Tage. Wenn man das noch unsere Tage nennen will, weil Luhmann ist jetzt auch schon wieder eine Weile tot. So. Gar kein Gedanke daran, dass die Geschichte als Fortschritt oder nur als allumfassender Wandlungsprozess hätte begriffen werden können. So viel kann schon hier festgestellt werden, auch wenn gleich noch zu fragen sein wird, welchen Stellenwert das Auxesis-Bewusstsein, also dieses Wandlungsbewusstsein, im Rahmen der damaligen Wahrnehmung allgemein relevanter Veränderung hatte. Mehrungsbewusstsein könnte man grob übersetzen. Auf der Folie des modernen Fortschrittsbegriffs wird also vieles an den antiken Vorstellungen deutlich. Also wenn man eben absetzt, wie haben die ihren eigenen Wandel gesehen, ihren eigenen Change und wie sehen wir den heute, kann man also besser begreifen, was bei den Griechen los war. Zumindest was auf ihrer Bewusstseinsebene los war. Es zeigt sich, wie kümmerlich sie gemessen an den modernen Entsprechungen sind. Es fehlt auch das Feld, auf dem der moderne Begriff zu Hause ist, die Geschichtsphilosophie. Es fehlt die Erwartung einer neuen Gesellschaftsstruktur, also so wie im Kommunismus etwa. Und vielleicht auch schon mindestens in der Latenz bei Hegel. Die Verknüpfung der verschiedenen Fortschritte zu einem einheitlichen Ganzen konzentriert sich auf Bekundungen der Höhe menschlichen Könnens. Es fehlt der Bezug auf die Menschheit. Vor allem ist die zeitliche Dimension an den antiken Vorstellungen höchst schwach ausgebildet. Ja, es fehlt weitgehend die Aussicht auf weitere Verbesserungen in der Zukunft. Und diese fehlt gerade aufgrund des Zuges, in dem die antiken Vorstellungen stark und durch den sie ausgezeichnet sind, aufgrund des Könnensbewusstseins der Fachleute. Das, was man in der modernen Forschung gern Fortschrittsvorstellungen nennt und was auch auf den ersten Blick so aussieht, ist also durch eine eigenartige Statik innerhalb eines relativ breiten Gegenwartsstreifens bestimmt. Dazu vielleicht noch eine Anmerkung, also was man nie vergessen darf, ist, dass trotz des Demokratisierungsprozesses in der antiken Polis, also in der antiken Polis Athen, also der Geburtsstätte der Demokratie, die Demokratie auf eine Höhe, eine Breite und eine Tiefe getrieben hat, die bis auf den heutigen Tag unerreicht ist, und zwar mit Abstand unerreicht ist, auch diese Gesellschaft war immer noch unglaublich, unglaublich aristokratisch. Und auch alle Zeugnisse, die wir haben, sind geschrieben von Aristokraten. Ja, also alles, was überliefert ist, ist ein Aristokratendiskurs, weil eben die Demokratie in Athen nicht auf dem Sturz der Aristokratie beruht, anders als das zum Beispiel in der Französischen Revolution in der Neuzeit der Fall war. Die Aristokratie blieb voll intakt. Die Demokratie ist keine Antithese sozusagen dazu, dass Aristokraten existieren und weiterhin eine dominante Rolle spielen in der Gesellschaft. Das ist von modernem Standpunkt extrem schwer begreifbar.
Aber das macht eigentlich genau das aus, was die Demokratie so wahnsinnig überzeugend macht, also die antike Demokratie, und was wahrscheinlich auch ihre Überlegenheit über unsere bescheidenen demokratischen Versuche ausmacht. Dass sie also die Aristokratie voll in sich selbst integrieren konnte. Es hat aber einen Nebeneffekt, und um den geht es hier gerade. Der Nebeneffekt ist, dass sowas wie Fortschritt auch in einem sehr aristokratischen Sinn gedacht wird, nämlich ein persönliches Sich-Hervortun. Es geht immer darum, dass der Einzelne besser ist als der andere. Es geht um dieses Sich-Messen. Das heißt, Aristokraten betteln sich und challengen sich gegenseitig und sagen, ich bin der Tollere, der andere sagt, nein, ich bin der Tollere. Es bleibt immer rückgebunden an Personen aufgrund eines wirklich tiefen und unüberwundenen Aristokratismus dieser demokratischen Gesellschaft. Und den teilen wir in der Form heute nicht mehr. Nicht in dieser Form. In jeder Hinsicht also sind die antiken Vorstellungen vom modernen Fortschrittsbegriff verschieden. Außer in der Grundtatsache, dass sie mit wichtigen Verbesserungen in den Bedingungen des menschlichen und Lebenshandelns und Handelns rechnen. Damit wird gerechnet in beiden Fällen. Diese Grundtatsache ist im Hinblick auf die Weltgeschichte hochbedeutsam, wahrscheinlich außer in der Neuzeit nur in der Antike gegeben. Also wir haben hier praktisch zwei sehr besondere Gesellschaften. Einmal die heutige und einmal die athenische Gesellschaft zu Zeiten ihrer Demokratie im 5. 4. Jahrhundert vor Christus. Und diese beiden Gesellschaften stechen heraus aus allen anderen Kulturen und Gesellschaften, die wir kennen, behauptet Christian Meyer. Es fragt sich aber, ob sie es rechtfertigt, von Fortschrittsvorstellungen in der Antike zu sprechen. Also ob nicht der Begriff des Fortschritts völlig verfehlt ist, wenn man ihn auf die antike Polis-Gesellschaft, auf die antike demokratische Gesellschaft anwendet, weil mit diesem Wort Fortschritt automatisch moderne Vorstellungen verbunden sind und damit auch die Vorstellung von der Loslösung von Veränderungen vom einzelnen individuellen Subjekt, also von einzelnen Menschen, die diesen Prozess vorantreiben. Einzelnen wohlgemerkt, nicht sowas wie das Proletariat oder die Menschheit. Wird dadurch, fragt jetzt Christian Meyer, also es fragt sich aber, ob sie es rechtfertigt, also diese Gemeinsamkeit, von Fortschrittsvorstellungen in der Antike zu sprechen. Wird dadurch nicht gerade das Falsche betont? Geraten sie dadurch nicht in den falschen Kontext, um von den sich aufdrängenden modernen Assoziationen zu schweigen? Dieser Schwierigkeit entgeht man durch die Anwendung eines dritten Begriffs, wie ich ihn eingangs, also in diesem Aufsatz, kurz umrissen habe. Befreit man die antiken Vorstellungen derart von ihrer Bindung an das moderne Gegenbild und fragt man nach den Handlungskonstellationen, die sich hier manifestieren, dann ergibt sich das Positive. Wir haben es in der Antike im Kern mit einem Könnensbewusstsein oder genauer mit einem Könnerbewusstsein zu tun. Und zwar in einer Form, wie wir es nicht kennen. Also es ist nicht nur so, dass die Antike etwas nicht hat, was wir haben. Es ist auch so, dass diese demokratische Gesellschaft des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus etwas hat, was wir nicht haben. Man könnte auch, wenn man in die Wertung gehen will, fragen, wer hat es besser getroffen, wer hat es besser erwischt? Ist Könnensbewusstsein das Bessere oder ist Fortschrittsbewusstsein das Bessere? Diese Frage stellt sich hier eigentlich unmittelbar an dieser Stelle. Das heißt, es wurden ungeheure Möglichkeiten des Handelns, Herstellens und Gestaltens bewusst. Diese blieben aber, was die betroffenen Sektoren und was die Intensität der Neuerung angeht, zu beschränkt, als dass sie zu einem umfassenden eigendynamischen Wandel und dass das Bewusstsein von ihnen zu einem Fortschrittsbewusstsein hätten sich zusammenschließen können. Ich lese den Satz nochmal, weil ich ihn ein bisschen komisch gelesen habe, so dass er sich nicht selber voll erschließt. Also, es wurden ungeheure Möglichkeiten des Handelns, Herstellens und Gestaltens bewusst in der Antike. Diese Möglichkeiten blieben aber, was die betroffenen Sektoren und was die Intensität der Neuerung angeht, zu beschränkt, als dass sie zu einem umfassenden eigendynamischen Wandel hätten zusammenschießen können. Also sie sind nicht zusammen, also wie so Ströme von verschiedenen Flüssen, die sich dann in einen gemeinsamen Strom namens Fortschritt münden. Das ist nicht passiert, laut Christian Meyer. Und die Gründe, die er angibt, finde ich problematisch. Also er sagt, es war nicht intensiv genug, die Neuerungen, und es waren es waren nicht genügend Bereiche der Gesellschaft von diesem Wandel erfasst und es war nicht intensiv genug, der Wandel. Das wage ich in Zweifel zu ziehen.
Ich sehe ganz gewaltigen Fortschritt in der 5. und 4. Jahrhundert vor Christus. Das erstaunt mich ehrlich gesagt auch, weil, dass ich davon überhaupt weiß, das weiß ich alles von Christian Meyer. Also ich lese Christian Meyer gerade gegen Christian Meyer. Es ist sehr faszinierend, dass das möglich ist. Das Wort Können deckt dabei, schreibt jetzt Christian Meyer, mangels besserer Äquivalente den Bereich ab, in dem im Griechischen vor allem Technä, aber auch Sophia herrschen. Also Kunst und Weisheit. Oder Wissen. Seit Aischylos und Pindar ist Technä der gemeinsame Begriff für einen Großteil dessen, was wir in Kunst, Wissenschaft, Handwerk und anderes aufteilen, nämlich für dasjenige, was Fähigkeit bzw. Fertigkeit, also Können ist. Wenn nicht gleich, so wird mindestens sehr rasch der Aspekt der fachgemäßen, rationalen, kontrollierten Methodik daran betont. Schon in der Sophistik entsteht eine Theorie der Technä. Der Begriff gewinnt eine zentrale Bedeutung im allgemeinen Bewusstsein. Durch Technä wird der Mensch, wie man meint, Herr über die Dinge. In der Bildung dieses Begriffs, in dem über alle Fachgrenzen hinausgreifenden Bewusstsein methodischen Könnens, liegt das eigentlich Neue, das die Auffassung dieses Jahrhunderts vom Menschen und seiner Welt kennzeichnet. Indem das Können auf so vielen Gebieten bewusst und zur Spezialistensache wurde, konnte es zu einem allgemeinen Bewusstsein davon kommen. Neben Technä begegnet man im gleichen Sinne Episteme, also das Wissen und Können bedeutet, und gerade für die Fertigkeiten der handwerklichen Berufe gebraucht wird. Also Epistemik, was mit Aristoteles und Co. eigentlich den Wissenschaftsbegriff begründet hat, ist eigentlich ursprünglich gebunden an handwerkliche Berufe, handwerkliche Tätigkeiten. Es ist das Wissen, das meistert, was man sich vorgenommen hat. Das weiß, wie man es macht. Also Know-how, how to do. Read the fucking manual, hätten die Sophisten wohl gesagt. Aber auch Phronesis findet sich als Bezeichnung des methodischen, alle Schwierigkeiten bewältigenden Sachverstands. Also wir haben verschiedene Begriffe hier, wir haben Techne, wir haben Episteme und wir haben Phronesis. Bei Euripides heißt es sogar einmal, sie wolle stärker sein als der Gott, also in ihrem Anspruch, die Bedingungen des menschlichen Lebens zu kontrollieren, die den Menschen gesetzten Grenzen durchbrechen. Schwerer Frevel, auch bei den Griechen. Hybris. Das Könnensbewusstsein zog also die verschiedensten Ausdrücke des Wissens in seinen Bann. In ihm kulminierte das Wissen, das nach griechischer Auffassung zu rechtem Handeln führt. Damit traten Techne und Episteme auch in enge Verbindung zu Arete, im allgemeinen abstrakten Sinne des Wortes, also zur Tugend. Und dann eben die berühmte platonische Formel, Tugend sei Wissen. Indem die Sophisten Tugend für lehrbar erklärten, wurde sie eine Sache der Techne. Vor allem aber kamen im Zusammenleben der Bürger, nach Protagoras und anderen, Technä und Arete zusammen. Also Bewältigung, Könnerschaft und Tugend. Die Begriffe wurden austauschbar, wo sie das politische Können in seinen verschiedenen Aspekten bezeichneten. Die Fähigkeit, die Stadt recht zu lenken und Einfluss zu gewinnen. Und den Tugenden der Gerechtigkeit, des gegenseitigen Respekts und der besonnenen Einsicht, der Sophrosyne. Diese Konzentration allen Wissens in der so großartig verstandenen Technä hat sich natürlich keineswegs allgemein durchgesetzt. Wenn Euripides von der Phronesis sagt, sie wolle stärker sein als der Gott, so deutet sich schon im Wortgebrauch das Paradoxe dieser Feststellung an. Denn Phronesis steht auch damals vornehmlich für ein anderes Wissen, das Wissen von den Grenzen der Menschen und der Notwendigkeit zur Selbstbeschränkung. Also, dass der Mensch kein Gott ist. Und dass also es immer eine Differenz geben wird zwischen Menschlichem und Göttlichem. Dass man vielleicht, wie Platoniker das dann wollten, Homoiosis Theophe, Ähnlichung mit Gott betreiben kann, aber dieses Ziel, das da gesetzt wird, wird nie erreicht. Das wird vorausgesetzt. Das ist allerhöchstens eine vorübergehende und sehr fragwürdige Annäherung gibt an das Göttliche von der menschlichen Seite her, aber niemals ein Erreichen und niemals ein dauerhaftes Erreichen. Sehr schön bebildert zum Beispiel eben im Höhlengleichnis bei Platon. In der Politeia. Außerdem hat man sehr bald erfahren, dass die Technai unter Umständen einer hemmungslosen Interessenverfolgung dienten und hat dagegen einen neuen Begriff von Arete entwickelt. Und dann gleichwohl dem Könnensbewusstsein des 5. Jahrhunderts auf einer tieferen Ebene, der dann gleichwohl dem Könnensbewusstsein des 5. Jahrhunderts auf einer tieferen Ebene verpflichtet blieb. Also man hat dann plötzlich zwei Begriffe, aber die trotzdem die gleiche Wurzel haben oder in die gleiche Form passen, eben in diese Form des Könnensbewusstseins, behauptet Christian Meyer. Vom Könnensbewusstsein aus ergaben sich gewisse Konsequenzen für die Wahrnehmung von Prozessen und die wurden auch gezogen.
Allein die Weise, in der dies geschah, macht deutlich, dass es sich dabei um sekundäre und begrenzte Auswirkungen eben des Könnensbewusstseins handelte. Man erkannte nämlich nur, was sich von dort her unmittelbar aufdrängte und blieb dabei stark an Erfahrung gebunden. Man blieb empirisch. Die Annahme eines umfassenden Prozesses der Kulturentstehung musste die ungeheure Distanz zwischen dem anfänglichen Zustand und der Zivilisation überbrücken. Dass diese Lehre zumeist dort endete, wo mit der Polis die Grundbedingungen der Zivilisation geschaffen waren, zeigt, dass es in ihr wesentlich um diese und nicht um den Wandel selbst ging. Also man hat versucht zu erklären, warum ist das Leben in der Polis so ganz anders als das Leben außerhalb der Polis oder vor der Polis. Aber man hat also dieses Könnensbewusstsein nicht auf das Leben in der Polis oder was dann danach noch kommen könnte angewandt. Man hat also nur eine Kulturentstehungstheorie, eine ganz grundlegende Kulturentstehungstheorie betrieben, aber hat keine weiteren Folgen daraus gezogen, wenn ich das hier richtig verstehe. Thukydides' Archäologie reichte zwar bis an die Gegenwart heran, das war aber durch die Frage bedingt, ob der gegenwärtige Krieg der größte wäre, also der Peloponnesische Krieg. Denn die Archäologie ist wesentlich als Argument eingeführt und abgefasst. Auch in ihr wurde eine ungeheure Differenz zwischen frühen und entwickelteren Zuständen überbrückt und einzelne Stadien davon an Belegen festgemacht. Wo keine längeren Zeitstrecken zu überblicken oder zu erschließen waren, also zum Teil für die jüngere Vergangenheit, jedenfalls für Gegenwart und Zukunft, wurde kein Wandel der gesamten Verhältnisse, sondern nur das Können selbst bewusst. Darin ist freilich ein Vorankommen impliziert, denn die menschlichen Möglichkeiten des Handelns und Herstellens können kaum in solchem Maße bewusst werden, wenn man sie nicht selber mehrt und sich gegenseitig darin übertrifft. Da haben wir wieder diesen Aristokratismus, des sich übertreffen, wechselseitig übertreffen Wollens, der Beste sein Wollen. Das geschah im Kleinen weit verbreitet, indem etwa Belagerer und Belagerte sich im Erfinden neuer Möglichkeiten der Überlistung aneinander maßen oder indem bei ständiger Seekriegspraxis an allen Ecken und Enden stets neue Erfahrungen entstand. Also sozusagen diese Vorstellung, dass der Argon, der Wettbewerb, innovativ ist. Ganz abgefahrener, uns völlig fremder Gedanke. Es geschah im Großen, indem man sich zutraute, nicht nur Verfassungen, sondern sogar Gesellschaften zu entwerfen, den Zufall zu bewältigen und die gewagtesten Kunstwerke zu schaffen, bis hin zur Darstellung des Fliegens in der Großplastik. So wird auch für die Zukunft mit neuen Erkenntnissen und Erfindungen gerechnet. Also doch Science Fiction? Allein, wenn auch die Mehrung des Könnens primär als Können bewusst wird, entsteht leicht die Illusion auf Finality, also die psychologisch mächtige Meinung, den Gipfel der Möglichkeiten erreicht zu haben. Also unsere Zeit ist die fortgeschrittenste, danach wird keine fortschrittlichere mehr kommen. Es ist also im Kern die gleiche Erfahrung, aus der in der Vergangenheit die Entstehung und ungeheure Mehrung menschlichen Könnens wahrgenommen und umfassender Wandel erschlossen, in der Gegenwart der Höhe des eigenen Könnens bewusst, also für die Zukunft schließlich wenig weiteres Vorankommen angenommen wird. Also wir haben einmal den Stand erreicht, also das ist so Fukuyama, ne? Das Ende der Geschichte. Also Fukuyama ist ein antiker Geist gewesen, damals, nach dem Ende des Kommunismus, nach 89. Anders gesagt, das griechische Könnensbewusstsein hatte primär Hinzugewinn, aber nicht Wandel zum Inhalt. Es blieb darin an die in den Könnern sich konzentrierende Erfahrung und die unmittelbar daraus sich ergebenden Schlüsse gebunden. Es vermochte offenbar die Schwelle zur Wahrnehmung umfassenden Wandels in Gegenwart und Zukunft nicht zu überschreiten. Dabei wird mitgesprochen haben, dass eben der Wandel selbst dazu nicht hinreichte. Danach wird gleich noch zu fragen sein. Angesichts der eher als konstant verstandenen Gesellschaftsstruktur werden die neuen Möglichkeiten umso großartiger empfunden worden sein. Also damit man ausgeht, eigentlich ändert sich nicht viel. Wenn dann sich doch was ändert, fällt es mehr auf oder fällt es mehr ins Gewicht. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass es eben keinen allgemeinen Fortschritt gibt, der sich unendlich erstreckt. Aber wie dem auch sei, es spricht alles dafür, dass wir es mit dem Minimum eines Auxisses Bewusstseins zu tun haben. So lässt sich jedenfalls erklären, warum hier so ungeheure Behauptungen menschlichen Könnens aufgestellt und doch mit so wenig Wandel gerechnet wurde. Also gibt es eine auffällige Differenz, dass einerseits also ungeheure Behauptungen aufstellt, was der Mensch alles kann, und gleichzeitig wird doch mit so wenig Wandel gerechnet. Wie geht das denn überhaupt im Kopf zusammen? Das ist auch ein totaler Widerspruch. Ne? Also das versucht der Christian Meyer hier gerade zu erklären, wie das möglich war bei den antiken Griechen. Damit sind die Stärken wie die Schwächen dieses Bewusstseins gegeben, zugleich seine Konzentration in engeren Kreisen.
Im Rahmen eines Könnensbewusstseins wird auch die Tatsache verständlich, dass neue Möglichkeiten der Selbstbehauptung, des Betrugs, der militärischen Taktik und der außenpolitischen Berechnung, alles Züge, die man mit dem modernen Fortschrittsbegriff im eigentlichen Sinne des Wortes ungern zusammenbringt, zentral der antiken Form des Auxesis-Bewusstseins zugehörten. Also die waren, haben sich nicht geschämt für ihren militärischen Fortschritt. Das war gerade so in the center of attention, ja, im Mittelpunkt ihres Fortschrittsdenkens. Wie gesagt, das war eine Kriegerkultur, eine durch und durch kriegsführende, wenn nicht sogar kriegsbegeisterte Kultur. Wie gesagt, die Demokratie im antiken Athen. Unter diesem Gesichtspunkt ließe sich das Bild noch wesentlich weiter ausmalen. Eine der wichtigsten Dokumentationen des antiken Bewusstseins wäre dann etwa der Stolz des Perikles, dass Athen in 9 Monaten die ersten und mächtigsten Ionier, die Insel Samos, besiegt habe, während Agamemnon für die Eroberung der Barbarenstadt Troja 10 Jahre gebraucht hätte. Wir sind also die Besseren gegenüber unseren mythischen Vorfahren. Was dies bedeutet, ermisst man erst, wenn man sich vor Augen hält, dass die homerischen Helden bis dahin unerreichbare Vorbilder gewesen waren. Also das wäre so, wie wenn wir sagen, Gott, wir sind alle unendlich klüger als Einstein oder so. Ja, ja. So. Jemand, der so hingestellt wird als Genie, das unübertreffbar ist oder irgendwie so. Also es geht hier nur um die Bildlichkeit, nicht ob das wirklich so ist. Es geht praktisch um einen psychologischen Vorgang. Und plötzlich wird gesagt, wir sind ja viel besser. Ja, wie man an unseren Taten, an unseren erreichten Zielen, an faktischen Vorgängen ablesen kann, sind wir viel besser noch als unsere größten Helden. Als mythische Helden, die wir immer als unerreicht. Also wir sind besser als die Superhelden. Ja? Besser als ganze MCU, Marvel Cinematic Universe. Und wir sind besser als auch alle DC-Helden, besser als Superman, besser als Batman, besser als Wonder Woman. Ja, wir sind besser. Das wäre so äquivalent, was da passiert ist. Homers resigniertes, wie jetzt die Sterblichen sind, hoioi nun brotoi eisi, konnte man nun positiv verstehen. Die Menschen waren weiter als einst. Übrigens gebrauchte Perikles als erster neuartige Belagerungsmaschinen. Auch das ein Fortschritt in diesem Sinne. Die gleiche Umkehrung des Verhältnisses von Vergangenheit und Gegenwart begegnet dann in Thukydides Archäologie. Im Rahmen dieses Könnensbewusstseins hat aber auch die Bürgerschaft der so ungemein erfolgreichen Stadt Athen ihren besonderen Platz gehabt. Für die Athener waren, wie Thukydides schrieb, bei allen Planungen Haben und Hoffen eins. Sie haben das Erwartete immer schon als Besitz verbucht und waren höchst enttäuscht, wenn sie es nicht bekamen. Also sie gingen immer davon aus, dass sie ihre Ziele erreichen. Also in heutigen so Erfolgsratgebern wird also eine antike griechische Haltung empfohlen, die aber dort allgemein war in der Polis Athen, die also nicht wenige hatten, sondern die alle hatten. Alle Bürger, alle Vollbürger zumindest. Erwartung schoss hier am weitesten über die Erfahrung hinaus. Was ist den Athenern zu tun unmöglich, lässt Eupolis in seiner Komödie fragen. Was unverständig wir beschließen und verkehrt, das wird zu unserem Besten doch zuletzt gekehrt, soll nach Aristophanes Ekklesiazusen, ca. 390 v. Chr. Ein Sprichwort der Alten gewesen sein. In der Tat standen die Dinge hier wohl so sehr zum Besten, dass selbst unvernünftige Beschlüsse des attischen Demos die Lage oft nur verbessern konnten, was allerdings kein Beweis des Könnens war. Also das haben wir so, kennen wir bei Unternehmen mit too big to fail. Ja, also wir haben Unternehmen, die haben so eine marktbeherrschende Stellung oder so viel Eigenkapital oder was auch immer, haben so einen gewaltigen Vorsprung, dass sie also allen möglichen Mist beschließen können und am Ende haben sie doch auch nur wieder Vorteile davon. Also es geht letztlich durch Ressourcenaggregation. Wenn du einen bestimmten Reichtum erreicht hast, kannst du nicht mehr wirklich was falsch machen. Also so, nur um eine Analogie zu haben in die heutige Zeit. Aber auf politischer Ebene natürlich, also für ein gesamtes Staatswesen, für eine gesamte Polis. Eben für die Polis Athen, für die demokratische Polis Athen. Euripides stellt das Mehrhabenwollen dieser Bürgerschaft der Fülle der gottgegebenen zivilisatorischen Errungenschaften als frevelhaftes Ausmaß an Unzufriedenheit gegenüber. Das kennen wir auch von Platon, dieses Kritik am Mehrhabenwollen, gegen das Platon ganz zentral antritt, indem er wieder ein neues Maß zu finden sucht und den Menschen wieder maßvoll machen will, wohlgemerkt den demokratischen Menschen der Polis Athen. Das ist der Mensch an sich, mit dem Platon es zu tun hat. Dabei verbindet er das Lob dieser Errungenschaft mit dem der mittleren Schichten der Polis. Während Arm und Reich, wie andererseits die Jugend, unzufrieden sind und Unruhe und Krieg entfesseln, sorgen die Mittleren für die Erhaltung der Stadt und ihrer Ordnung. Die Erfindung der Mittelschicht.
Das richtet sich offensichtlich gegen Athens Neumacherei. Neoteropoia. Genau. Wie gesagt, bei Euripides, dem letzten der großen dramatischen Dichter. Der äußere Erfolg, Eupragia, also das Gutgemachte, der äußere Erfolg dieser Stadt hätte im modernen Fortschrittsbegriff keinen Platz. Das Könnensbewusstsein dagegen konnte ihn als Symptom und Bestätigung verbuchen. Der Sieg über die Perser, zu dem Themistokles klare Erkenntnis der Lage und einige ganz außerordentliche, offenkundig richtige Beschlüsse der Athener entscheidend beigetragen hatten, also wohl gesagt, der des demokratischen Athens hat richtige Beschlüsse gefasst. Unglaublich. Ja, trotz der Dummheit der Masse. How could that be? War ein überraschender Beweis für das hohe Vermögen politisch-militärischer Berechnung überhaupt. Perikles vermochte durch eine lange Kette von Erfolgen, zum Beispiel eines einsichtvoll klugen Phronimos, Politikers zu werden. Sein Plan für den Krieg gegen Sparta war nach Thukydides so gut, dass nicht nur alle möglichen Zufälle, einschließlich der Pest, oder das war halt irgendeine Seuche, früher hat man gesagt die Pest, heute sagt man, man weiß nicht genau, welche Krankheit es war, sondern sogar eine Reihe von kapitalen Fehlern attischer Politik den Erfolgsaussichten Athens nichts anhaben konnten. Also der Plan war so gut, dass selbst schlechte Manager konnten den nicht kaputt machen. Das war ganz unter den Gesichtspunkten des Könnensbewusstseins gedacht. Aber dieses konnte sich eben mit Perikles identifizieren und mit der Stadt, die über so außerordentliche Mittel und Möglichkeiten verfügte. Jedenfalls ist das Könnensbewusstsein durch die ungeheure Dynamik, die auf allen Gebieten von Athen ausging, wesentlich angespornt worden. Wie gesagt, demokratisches Athen. Demokratie war da ein Backup. Und nicht irgendwas anderes. Vielleicht hat es sich nur in Athen verallgemeinern können. Hier hat es auch die weiteste Resonanz gehabt, denn es muss wenigstens zeitweise die kleinen Leute, die Ruderer, eingeschlossen haben. Zumal dank der außenpolitischen Erfolge, die allen sehr konkret zugute kamen. Auch Thukydides muss anfangs stark durch die ungeheuren Möglichkeiten des perikleischen Athens bestimmt gewesen sein. Wenn umgekehrt Herodot sehr prononciert die alten Auffassungen vertrat, wonach steter Wechsel in den Menschendingen die Regel war, so galt sein Zweifel wohl nicht nur dem athenischen Optimismus, sondern damit auch zugleich dem allgemeinen Könnensansprüchen, für die er Symptom war. Angesichts der starken Konzentration auf Athen, seine vielfältige Dynamik und seine scheinbare Meisterschaft noch über die Kontingenz, ist es kein Wunder, dass das allgemeine Auxilis-Bewusstsein mit der Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg zusammenbrach. Also, wir haben hier eigentlich eine Bewusstseinsgeschichte, die letztlich eigentlich nur Spiegel einer Politikgeschichte ist. Ja. Das demokratische Athen hat so ein Auxilis-Bewusstsein oder ein Könnensbewusstsein freigesetzt. Und als dieses demokratische Athen politisch und militärisch gescheitert ist, ist dieses Bewusstsein in sich zusammengebrochen. Das ist eine wunderbare Form von das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und zwar nicht irgendein Sein, sondern das politische Sein. Wunderschön. Wirft Fragen aus, auch für uns heute, die wir nur sehr unvollständige demokratische Institutionen haben. Also wir sowas wie das demokratische Verfahren nur als Randphänomen kennen, aber nicht als Zentrum der Verfassung, also als Zentrum unserer politischen Tätigkeit oder als Zentrum des Staates. Da wirft dieser Text sehr interessante Fragen auf, er wirft sehr interessante Blasen, er schlägt sehr interessante Funken. Wie weit das Könnensbewusstsein seine Kreise zog und wie weit Skepsis und Negation dagegen gesetzt wurden, ist unbekannt. Natürlich gab es zahlreiche Zweifel. Neben dem Geschichtswerk Herodots stehen uns dafür Sophokles Antigone und Oedipus Tyrannos sowie zahlreiche andere Tragödien, nicht zuletzt die Zuordnung der Gefallenenrede zur Pestschilderung bei Thukydides. Die Meinungen werden oft geschwankt haben, wie in der Geschichte des modernen Fortschrittsbegriffs. Ja, auch wir sind ja uns ganz uneinig, ob Fortschrittsdenken was Gutes ist, ob wir es überhaupt aufrechterhalten können oder sollen. Analoges könnte man vielleicht über das Könnensbewusstsein der antiken demokratischen Griechen annehmen. Man wusste auch, dass die Entstehung des Neuen durch Verluste kompensiert war. Also dass dieser, was wir heute Fortschritt nennen würden, dass das seinen Preis hat. Vielen wird es unheimlich gewesen sein. Aber wie dem auch sei, die Evidenz sprach mindestens auf gewissen Gebieten und in der Blüte Athens sehr stark für ungeheure Möglichkeiten, und zwar ungeheure neue Möglichkeiten. Daher werden die Meinungen vor allem über die Grenzen des Könnens auseinandergegangen sein, vermutlich wesentlich dort, wo sich der Könnensanspruch auf das Politische erstreckte.
Jedenfalls ist es aber nicht wahrscheinlich, dass die attische Bürgerschaft jemals dem temporalen Argument des Neuen erlegen ist. Also dass praktisch die Vorstellung, dass alles Neue automatisch besser ist, das glaubt Christian Meyer nicht, dass das von sehr vielen geglaubt wurde zu dieser Zeit, im 5. Jahrhundert vor Christus. Nichts spricht dafür, dass die Neuerungsskepsis, die etwa im negativen Gebrauch von Neotherizein, Neuern, zum Ausdruck kommt, je wirkungsvoll überwunden würde. Also im Kern waren selbst diese Gesellschaft noch Konservativisten. Also Leute, die grundsätzlich glauben, dass das Neue fragwürdig ist und dass das Bestehende eine Unschuldsvermutung verdient hat. Ja. Und dass die Beweislast immer beim Neuen ist, aber niemals beim Alten. Ja. Progressivismus wäre der Gegenteil. Da ist man der Meinung, alles Neue ist gut und alles Alte muss sich rechtfertigen, warum es eigentlich noch da ist. Und das war nicht die Sache der alten Griechen. Und nicht, weil sie alt waren aus unserer heutigen Sicht, sondern weil sie eine ganz andere Gesamtsituation, ein ganz anderes Denken eingelagert war. Das führt jetzt aber hier zu weit. Also allein die Kosmosvorstellung und der Aristokratismus und was noch alles. Kein Zeugnis außer dem der Ekklesiazusen, also dieser Komödie von Aristophanes, deutet darauf hin, dass im Politischen mit dem Neuen geworben worden wäre. Dass man gesagt hat, boah, lass uns das machen, das ist neu, dafür gibt es keine Zeugnisse. Ist uns nichts derartiges, ist uns nicht überliefert. Man hört nur, dass die attische Bürgerschaft stets Neues serviert haben wollte. Man darf Neuheitsmode nicht mit Neuerungssucht verwechseln. Ebenso wenig darf man aus dem Stolz von Künstlern auf neue Werke und aus der Schätzung neuer Techniken auf eine Erwartung breiter Schichten schließen. Auch im Hinblick auf die Einrichtung der Polis sei das Neue im Zweifel das Bessere. Höchstens in gewissen Phasen der perikleischen Demokratie mag angesichts mannigfacher Verbesserungen ein solcher Erwartungsüberschuss entstanden sein, während sonst politisches Neuern wohl bestenfalls für Könner wie Hippodamos einen positiven Wert darstellte. Aber spätestens seit den 30er Jahren war es damit vorbei. Seit ca. 411 konnte mit der Parole der väterlichen Verfassung geworben werden. Selbst der Sophist Hippias, der sich der Überlegenheit seiner Zeit über alle anderen so sehr bewusst war, meinte, gleichwohl preise er die Alten mehr als die Zeitgenossen, vor der Missgunst der Lebenden sich in Acht nehmend und den Zorn der Verstorbenen fürchtend. Es gibt einen großen Respekt vor den Vorfahren und ihren Leistungen. Aristophanes scheint also nur gewisse Neuerungen verspottet zu haben, indem er sie als Neuern um des Neuern Willens hinstellte. Übrigens findet sich in den Ekklesiazusen auch kaum spezifisches Veränderungsvokabular. Das Neue tritt dort vielmehr in einem Gewand auf, das eher das der Neuheitsmode ist. Aristophanes spricht etwa von neues Tun, neues Sagen, ein neues nach dem anderen im übermäßigen Eifer ins Werk setzen. Die Sucht, Neues einzuführen, also die bestehenden Verhältnisse zu verändern, erscheint eher als Symptom jener Mode. Der eigentliche Wunsch ist, nicht immer das Altbekannte und Altgewohnte fortzusetzen und vorgesetzt zu bekommen, also der Wunsch nach Abwechslung letztlich. Das war was anderes als der Fortschrittsgedanke und die Fortschrittserwartung. Es geht gleichsam mehr gegen die Langeweile als gegen das Herkommen. Das ist kein Antitraditionalismus, sondern Wunsch nach Abwechslung. Das sagt der Christian Meyer, sind grundverschiedene Dinge. Das eine können wir den antiken Griechen unterschieben, ihnen unterstellen, das andere nicht. So entspricht es genau der Aussage des Kleon über die Athener und vielem anderen. Ist man auf diese feinen Unterschiede erst einmal aufmerksam geworden, so erschließt sich das gesamte Vokabular des Neuen und Neumachens auch in der übrigen Literatur. Also das macht sehr viel Sinn, wenn man sich weitere Quellen anschaut. Ja, also Christian Meyer ist praktisch stolz, einen Begriff gebildet zu haben und Unterschiede eingeführt zu haben, die funktionieren und die durch anderes historisches Material eben nicht falsifiziert werden oder wo es nicht zu Reibungen kommt. Es fügt sich schlüssig in diese Thesen ein. Man darf dort eben nicht, wie es so nahe liegt, unsere Auffassungen vom Wandel hineinlesen. Vielmehr zielt dieses Vokabular primär auf ein neues Können, einen Hinzugewinn, eben diese Auxesis, an Möglichkeiten. Auf Wandel bestenfalls sekundär. Entsprechend wird in der Tragödie das Vermögen zu verändern, vor allem als ungeheure Steigerung der Problematik des Handelns bewusst. Wenn Dodds am Ende, das ist ein anderer Historiker, wenn Dodds am Ende seiner ausgezeichneten, vorsichtigen Abhandlung über die einschlägigen Belege also feststellt, dass im 5. Jahrhundert the idea of progress was widely accepted by the educated public at large, so ist dies entweder zu wenig oder falsch. Es handelt sich nur um ein Äquivalent dieses Gedankens.
Also er sagt hier, der also dieser andere Historiker Dodds hat eine wunderbare Studie, aber kommt zu einem Schluss, der wahrscheinlich ein Fehlschluss, der an der Sache vorbeigeht. Hier gibt es so eine Fußnote, die lese ich auch noch. Es wäre interessant, schreibt Christian Meyer in der Fußnote, würde hier aber zu weit führen, an der modernen Forschung aufzuweisen, wie sie immer wieder dadurch in Schwierigkeiten und Widersprüche gerät, dass sie sich von den antiken Befunden in das Raster des neuzeitlichen, wie allgemein auch immer verstandenen Fortschrittsbegriff verlocken lässt. Also sagt, die ganze historische Forschung von dieser Zeit geht immer wieder viel deswegen, weil es da viele verschiedene Signale gibt, die sehr stark nahelegen, in modernen Fortschrittsbegriffen zu denken, aber genau indem man das tut, verkennt man und kriegt also nicht in den Griff, was dort wirklich passiert ist. Und man verstrickt sich in Widersprüchen, die unweigerlich daraus hervorgehen, wenn man der Antike den modernen Fortschrittsbegriff überstülpt. Und deswegen versucht er das eben hier systematisch zu vermeiden. Das ist der Zweck und der Ziel dieses Aufsatzes, den ich hier lese und kommentiere. Vergleiche nur Romilly, wo Richtiges und Falsches sich bunt mischen. Durch eine theoretisch fundierte, genaue Analyse, wie sie hier versucht wird, kann man sich das, meine ich, ersparen. Also es ist praktisch der Aufsatz eines Historikers, der Historiker Probleme lösen will und eine stimmigere Geschichte über das 5. Jahrhundert vor Christus im demokratischen Athen erzählen will. Eine Geschichte, die sich nicht in Widersprüchen verstrickt, was nach seiner Beobachtung, nach Christian Meyers Beobachtung, vielen anderen Historikern so geht, weil sie praktisch sich von den Quellen dazu verführen lassen, mit dem modernen Fortschrittsbegriff zu operieren, anstatt einen aus der Antike selber abgelesenen anderen Begriff zu bilden, den er jetzt hier bezeichnet hat als Könnensbewusstsein. Und der also sehr hilft, die Antike letztlich nicht misszuverstehen oder eben in Widersprüche zu geraten und falsche Interpretationen zu machen. Besser kann ich es jetzt nicht sagen. So, damit lasse ich es gut sein. Das ist das Ende dieses Kapitels, des eben vorletzten Kapitels dieses Aufsatzes. Der nächste wird dann heißen die Entstehung des Könnensbewusstseins. Ich glaube, das ist der spannendste Abschnitt. Das Spannendste kommt zum Schluss. Und ja, ich wünsche euch was. Keine Ahnung, was das für uns heute heißt. Ich weiß nur, dass es irgendwas für uns heute heißt. Aber was? Mal sehen. Ceterum censeo, Demokratia esse sortiendam.